Servus Leute, hier ist wieder Bumpower und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skylines. Wieder einmal im großen... Das große Bauen. Ja, wir müssen mal wieder gucken, ne? Also wir sind gerade immer noch dabei, die Gefängnisinseln hier groß zu bauen. Nicht genügend Geld. Oh Gott. Kosten die Tunnel so viel? Wie Ort ist bereits belegt. Mach mich jetzt nicht wahnsinnig. So, hier. Gefälle zu steil. Jawohl. So muss das sein. Nicht. Pause. Zack. Okay. Sehr schön. Jetzt müssen wir halt leider nur noch mal unseren Park hier überarbeiten, was die Zäune betrifft. Und zwar ziehe ich einfach mal hier so einen komplett rüber. Komm, gib ihm. Ja, da, danke. Perfekt. Und jetzt, ja, haben wir kein Geld mehr. Ihr seht es ja selber. Oh, halt. Danke. Das heißt, ich mache am besten mal Play. Keine Verbesserung, keine Verbesserung. Hier ist eine Verbesserung. Ja, und jetzt brauchen wir Geld. Immer noch. Viel Geld. Ich meine, prinzipiell verdienen wir ja auch echt gut Geld. Wenn ihr euch das mal unten anguckt, 15.000 die pro Messeinheit und so. Das soll natürlich auch nicht unbedingt so sein. Es muss geschnitten werden. Aber perfekt. Das heißt, jetzt können wir mal die ganzen Gefangenen einfordern. Sehr geil. Oh ja. Und Leute. Jetzt ist natürlich genau dieser Moment da. Ich muss diese Limitierungen muss ich unbedingt machen. Das heißt, Fahrzeugbeschränkungen. Ach, die sind jetzt hier natürlich überall, oder? Nö, die sind nur hier. Warum sind die nur hier? Ach, für die Spur. Okay, ja. Hier dürfen keine Busse, keine Autos. Nö, du darfst da nicht hin. Ich weiß halt jetzt nicht, SOS darf da hin, das darf da hin. Trucks. Trucks dürfen da eigentlich auch nicht hin. Andererseits, es braucht halt auch Versorgung, nicht? Taxis sollten da eigentlich gar nicht hin dürfen. Was darf da jetzt hin? Ich weiß es nicht. So, komplett für den ganzen Tunnel. Es ist schwer, weil irgendwie müssen ja da auch die Leute zum Arbeiten hin. Aber ich möchte halt nicht, dass die Leute das als Durchfahrtsstraße nutzen. Ja, gucken wir mal, wie das dann soweit läuft. Wir machen es jetzt einfach mal so. Und dann gucken wir mal. Einmal bitte die hohe Vegetation weg. Danke. Unser Gefängnisquadrat steht. Der Biotreibstoffmüllwagen. Cool. Wir haben Biotreibstoffmüllwagen. Ist ja genial. So, und jetzt einmal unten durchschießen, durch den Tunnel. Whee! Und dann kommen sie in der Stadt wieder raus. Und ich höre die ganze Zeit die Monorail-Gleise, also so wie sie da drüber heizen. Jung. Ja, da kommen sie ja dann bald auch irgendwann mal drüber, ne?
bis dahin. Und dann ist Endstation. Es ist nur noch eine Station, die sie brauchen. Ha! Ein Träumchen. Oh, und hier fahren unsere... Boah, die fahren sogar gut zurück, du. Und der ist auch recht gut gefüllt. Also, Leute, Leute. Dieser verdammte Zug ist echt gut. Und jetzt steigen 180 ein. Oh Gott. Ja, da kamen scheinbar einige Bomber gerade wieder an. Jetzt ist es natürlich eindeutig zu viel hier gerade los. Oh. Ich glaube, ich sehe das Problem. Mach mal die hoch. Sonst kommen die da nicht weg. Dankeschön. Das ist vielleicht das ganz große Problem. Und jetzt kommen sie nicht raus. Schöner Scheiß. Ich glaube, ich muss... ich muss da mit einer Brücke arbeiten. Geht eigentlich nicht anders. Weiß nicht. Ist, ja, toll. Ha! Perfekt. Na toll. So viel zum Thema perfekt. So. Quelle zu steil. Perfekt. Sag doch, alles ist perfekt. So. Dann einmal so da rein. Los. Dann kann hier die Straße so entsprechend gemacht werden. So. Fahrt. Genau. Einmal bitte umdrehen. Ich glaube, ich habe das Ganze einfach falsch herumgedreht. Naja, nee, das ist eigentlich schon richtig herum. Das ist... Eigentlich müsste ich das komplett anders gestalten. Also pass auf. Wir müssen da echt nochmal jetzt noch rangehen. Also... Wir machen das hier folgendermaßen. Hier geht eine Abfahrt weg. Diese Abfahrt... geht einmal... hier unten drunter. Und geht hier hoch. Ort ist bereits belegt. Perfekt. Mach das weg. So. Geht doch. Dann machen wir das hier weg. Weil wir jetzt nämlich Folgendes machen. So. Du darfst da prinzipiell schon noch weiter reinfahren. Das ist alles in Ordnung. Nur jetzt sollst du gefälligst... Nee, Moment. So. Nein. So. Nein. Wieso? Wieso will das jetzt nicht? Es ging doch gerade noch. Nein. Jetzt. Na, geht doch. So, jetzt hier bitte einmal da drüber fahren. Dann einmal da unten durch. Gefälle zu steil. Passt. Sehr schön. Wer nicht will, der muss halt gezwungen werden.
Jetzt ist es natürlich auch so, dass ich auch prinzipiell schon noch gerne die Möglichkeit anbieten würde, dass man da auch wieder rüberfahren darf. Weil jetzt werden sie gezwungen, da rüber zu fahren. Ist kacke. Okay, pass auf. Du da. Dahin. Dadurch. Dankeschön. Und jetzt heiz zurück. Was macht ihr da? Achso, die wollen da wieder generell zurück. Okay. Vielleicht können wir auf die Art und Weise das Ganze hier ein bisschen entspannen. Die Lage, indem wir sie gar nicht erst in den Flughafen... Ja. Wo? Die fliegen ja eigentlich auch weg, ne? Ja, tun sie. Hier ist richtig viel los auf dieser Strecke. Das ist unglaublich. Es sollte eigentlich gar nie so viel da los sein. Die sollen ja auch gefälligst dahin fahren. Ich glaube, die meisten, die halt jetzt hier wegfahren, die fahren halt dann darunter und dahinter anstatt hier rüber, obwohl sie ja hier sogar die Möglichkeit direkt dazu haben. Naja, egal. Hauptsache, sie nutzen die Schiene, um da irgendwie in die Stadt zu kommen. Okay. Traumhaft hier. Wir könnten halt wirklich das hier zum Endbahnhof machen. Und mit einer U-Bahn darunter. Es wäre, glaube ich, sehr viel angenehmer. Ach was, Düsenflugzeug. Ist das so? Ist das ein Düsenflugzeug? Ich dachte, es wäre ein Propeller. Kann ich mit dem eigentlich auch mitfliegen? Heilige! So, hallo, ich würde gerne mit dir mitfliegen. Oh. Fliege, mein Freund! Oh, der macht den ganzen Zaun kaputt. Egal. Flight Simulator! Über den Wolken. Heieieie. Muss das Düsenflugzeug wohl grenzenlos sein? Wieso dreht der jetzt hier schon wieder ab? Was ist das denn für ein großer Kack? Alles, was dort oben groß und was dort unten groß und dichtig erscheint, ist hier oben furzklein. Ein! Ein! Okay, jetzt sind wir bald weg. Schwupp und weg. Genau. Sehr angenehm. Okay, ein paar wenige fahren tatsächlich noch rein, aber das sind halt wirklich nur ein paar wenige. Und es liegt auch mehr daran, dass hier unglaublich viel einfach da reinfährt. So war das nicht vorgesehen. Dass das quasi der zentrale Anlaufpunkt hier irgendwie ist. Ich hätte gedacht, da kommt auch Cargo-Flugzeuge, aber das ist nur rein Touristen. Dementsprechend... Okay. Passt auf, Leute. Das ist zwar prinzipiell ganz schön und ganz cool, aber ich glaube,
dessen Daseinsberechtigung wird nicht mehr lange da sein. So. Apropos Daseinsberechtigung. Leute, ich habe mich entschieden, wir machen das Zeug da wieder weg. Ja, manchmal muss man einfach Zeug bauen und wieder abreißen, bis man sieht, dass es so besser ist. Gut. Weil dann können wir nämlich hier einfach auch mit einer U-Bahn unten entsprechend arbeiten, dass die dann hier hochgefahren werden und hier mit dem Flying Chipri oder dem Regio, dass die dann entsprechend da weggebracht werden. Oder tatsächlich halt auch der Monorail, je nachdem, wie man es halt sehen will. Der Flying Chipri ist halt auch, ich glaube, unter anderem aufgrund dieses hohen, aufgrund der hohen Belastung der Linie, auch echt gar nicht so schnell. Oh, hallo. Das ist ein Regio, der nicht von uns ist. Haut euch! Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich weiß es einfach nicht. Ja, aber wie gesagt, kurze Daseinsberechtigung hat er noch. Wir kümmern uns jetzt in der letzten Folge am Samstag. Ich wollte sagen Freitag, aber wir haben ja heute Freitag. Ha? Je nachdem, wann du das aber da draußen gerade guckst. Vielleicht auch an einem anderen Tag. Wir müssen noch uns um ganz andere Dinge kümmern. Wie zum Beispiel, ich würde gerne das hier zu einem Kleeblatt ausbauen. Dieses Kleeblatt würde ich dann gerne hier mit einer Autobahn da unten durchführen, durchs Tal. Ja, jetzt seht ihr auch was. Hier unten durchführen, dass wir das hier entsprechend auch alles anschließen können. Das ist dann schon deutlich besser, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Die Idee hatte ich schon länger. Ich empfinde sie immer noch als gut. Und das ist schon mal wichtig. Ach, Moment. Auf die Art und Weise. Oh, ich habe dann... Ich habe gerade eine Befürchtung. Oh. Das ist in der Hinsicht so krass, weil das das einzige Terminal ist, was bei uns so an die, ich nenne es mal, internationale Schiene angebunden ist. Deswegen wird das so krass besucht. Oh. Außerdem habe ich hier nicht mal die Verbindung gemacht, die ich eigentlich machen wollte. Oh, da ist also das Problem. Ich sehe das Problem. Oh, ja, okay, Moment, aber so habe ich das tatsächlich nicht vorgesehen. Also, tut mir leid, aber das muss nochmal bearbeitet werden. Nee, der wird stillgelegt. Der ist bis aufs Weitere erstmal stillgelegt. Ich muss den... Nee, ich muss das anders machen. Außerdem haben wir gerade gesehen, dass hier nur... Ne, deswegen. So, wir brechen wieder ab. Ich bedanke mich vielmals fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.